Heute zeige ich euch eins meiner Spezialschelter. Richtig geräumig, richtig gemütlich, selbst mit dem Wirbel, ja, verschiebbar. Wuhu! Bleibt dran! In der Mitte von meinem Lager habe ich einen Feuerplatz errichtet und habe hier, wie ihr seht, einfach nur einen Pfosten in den Boden reingejagt mit einer Astgabel. Oben das Stück Holz drauf als eine weitere Sitzbank. Thema erledigt. Das Ganze wurde einfach nur in den Boden gerammt. Das ist ein normaler Ast, ungefähr 20 bis 30 cm tief eingetrieben, oben aufgelegt, fertig und das Ganze im Dreieck errichtet. So, wie ihr sehen könnt, auch hier einfach nur ein Ast in den Boden getrieben, oben mit einem schönen, ja, Dreigeäst, oben über Kreuz die Äste eingelegt, laufen hier am Baum entlang, das Ganze ausgekleidet und fertig ist das Lager. Die Sitzbank. Oder wenn es regnet, einfach als Ablage. Zur Schlafenszeit wird einfach das Ganze mit Balken ausgelegt und schon ist mein Bett fertig. Und genau unter mir ist die Lagerfeuerstelle, die genug Wärme von unten nach oben treibt und lässt mich so gemütlich schlafen. Man kann das Ganze natürlich tagsüber auch einfach als Tisch benutzen. Wie ihr seht, das Ganze war recht einfach. Es ist sehr schnell gemacht. Ihr braucht keine Hilfsmittel, vielleicht eine Säge oder ein Messer, welches in der Lage ist, Ganze durchzuhauen. Ich hatte Glück, dass hier alles jetzt rumgelegen ist. Wenn es jetzt anfangen würde zu regnen, würde ich mir natürlich noch ein Dach drüber bauen. Aber so, tipptopp, halt einfach, sei effektiv. So, das Ganze nimmt Form an. Ich baue jetzt einfach zum Spaß hier noch ein bisschen ein Dach dazu. Hier auch einfach nur wieder mit Astgabeln verworren. Dann hier drüben hingelegt. Ihr seht, am Baum ist auch nochmal eine Astgabel. Da habe ich den oben reingesetzt, dass ich hier eine gewisse Höhe habe. Und hier einfach den Boden gesetzt. Zack, das war's. So, wie ihr seht, kommt das Grundgerüst jetzt drauf. Ich habe das hier alles ein bisschen über Kreuz gearbeitet, damit ich hier jeweils neue Räume bilde, wo ich dann gleich das Dach reinarbeiten kann. Ja, so sieht das Ganze dann jetzt soweit aus. So, wie ihr seht, es ist noch nicht ganz wasserdicht, aber das muss es jetzt zum Zeigen auch gar nicht sein. Ich denke, die Idee ist klar, das Ganze wird einfach ein bisschen mehr abgedichtet, falls das Wetter schlecht werden würde und das Lager wäre soweit fertig. Das Bett ist hier natürlich variabel, die Feuerstelle natürlich auch, klar. Aber ich finde, das ist eine ziemlich gute Idee, einfach nur mal mit dem Messer innerhalb von einer, ja, 20 Minuten, 25 Minuten, die da jetzt gebraucht worden sind, ist eine gut investierte Zeit. Und theoretisch könnten wir sogar Gäste empfangen. So, wer sich nun gefragt hat, warum ich so schnell war, nein, ich bin nicht Bob der Baumeister. Ich hatte heute Unterstützung vom Kanal Danger Freak Outdoor. Schaut da unbedingt mal vorbei. Und nur mit ihm habe ich das innerhalb von 20, 25 Minuten circa geschafft. Ja, allein hätte er es in einer Viertelstunde geschafft, aber naja. Schaut vorbei. Falls euch das Video gefallen hat, dann liked es doch und lasst mir vielleicht sogar ein kleines Subscribe da. Wie immer bleibt mir nur zu sagen, schaut doch mal vorbei auf der Seite Survival Deutschland auf Facebook. Würde mich freuen, das ist mein kleines Online-Magazin, wo ich euch über alles Mögliche immer am Laufen halte. Ansonsten viel Spaß noch mit den zwei Videos hier und bis zum nächsten Mal.